komm, machen wir hier mal voll. Ich glaube, aber Eimer gibt es immer noch nicht. Fast kaputt. Laufen wir mal dem Wasser entlang. Wasser. Oh, Glück gehabt. Denn die das Schwert ist eigentlich so gut wie tot. Ah, kaputt, nicht tot. Brauch neues. Ja. So, Render Distance ist noch ungefähr Short bis Tiny. Könnte man eigentlich auch. Ja, okay, ich weiß nicht. Ich glaube, iPad, die Benutzer haben da vielleicht ein bisschen weiter sogar. Denn das fällt vor allem auf, wenn man Nova spielt. Denn Nova haben sie auf dem iPad echt verkackt. Das sieht man 10 Meter weit und dann ist einfach Nebel da. Eigentlich nirgends Schilf oder Bambus oder was auch immer. Ich habe Cobblestone gefunden. Nicht mal Cobblestone, normal Stone. Stony Stone. 16 Minuten im Aufnehmen. Komm, schwimm, schwimm, schwimm. Ein Schaf. Wolle brauchen wir noch nicht. Wir haben FOV drin. Das sieht man, weil wenn man nach vorne schaut, sieht man noch nicht so weit, wie man zur Seite schaut. Was ich auch echt komisch finde. Ich spiele ja zurzeit wieder ein bisschen mehr Minecraft am PC. Und da eben auf dem Server mit Freunden zusammen. Und auf jeden Fall habe ich früher immer auf FOV, glaube ich, so 90 rumgespielt. Oder ja, wenn man jetzt mal auch sieht. Wenn man ganz am Anfang hat man noch ohne FOV-Changer gehabt. Das heißt, man hat ja bloß die von Minecraft vorgegebene Field of View gehabt. Und mit 1.8 war das erste Pre-Release, kam ja dann der FOV dazu, den man ändern konnte. Und da gab es dann das Quake Pro. Und wenn man das damals reingemacht hat, da war das ja eigentlich eher so als lustig gesehen, neben lustiger Spaß, wenn man das reingemacht hat, weil das ja dann wirklich extrem aussah. Da hatte ich auch noch einen ziemlich komischen PC-Bildschirm. Also der ging schon Richtung 1:1 fast. Und jetzt habe ich ja ein 16:9 und ich muss sagen, ich spiele auf FOV Quake Pro und merke es noch nicht mal richtig. Wenn ich jetzt mal wieder runterschalte auf das normale eben, FOV Normal, dann das ist das eigentlich schon das wieder das Komische, weil das so hingezoomt aussieht und so. Also da merkt man wirklich, wie sich das auch ändert. Also die Meinung einfach nur mit der Gewohnheit. Oh. Bin gefangen. Also das fand ich schon ziemlich extrem, weil eigentlich wollte ich das FOV noch hochstellen und habe gemerkt, fuck, ich spiele ja schon auf Quake Pro. Das war ziemlich komisch. Kann das sein, dass das in unserer Welt kein Schilf hat? Puh, Junge. Sah gerade aus wie ein Kreuz. Ein Kreuz. Und das Kohle, die können wir brauchen. Wenn man schon anfängt, Holzkohle zu machen. Oh, ich fall runter. Bei Minecraft ist es, glaube ich, so, da habe ich mal gelesen. Also die Minecraft-Welt ist nicht komplett unendlich. Nein, sondern man kann insgesamt... Ach so, die Holzachsen sind Stickies, aber die Steinachsen sind Spitzhacke. Ja. Also bei Minecraft, die Welt ist da nicht komplett unendlich, aber sie ist so groß, dass man 30 Tage lang in eine Richtung laufen kann, bis man das Ende findet. Also müssen wir vorstellen, 30 Tage Spielzeit sind viele Stunden. Nee, also das wirklich, wenn ihr einen Monat komplett den PC laufen lassen würdet und irgendwas auf Vorwärts laufen, also auf W legen würdet, dann würdet ihr vielleicht das Ende der Welt finden.
schon genial. Komme ich hier mal jetzt durch. In der Hoffnung, nicht runterzufallen. Aber wohin auch? Es gibt ja keine Höhlen. Viel Kohle waren das jetzt? Was waren Kohle? Das hier. Nein. Nein. Ich weiß nicht, was Kohle ist. Schwer, schwer. Wird's gerade dunkel? Hat der Berg hier mal ein Ende? Hoffe doch, hoffe doch. Ui. Das ist echt komisch, so einen Rand der Welt etwas zu bauen. Weil da kommt von der Seite immer noch das Helle. Und ah, man ist trotzdem unterirdisch eigentlich, wenn man sich das vorstellt. Okay, das ist nicht so blöd. Wieder mein Schwert zur Hand, man weiß ja nie, weil es wird gerade auch Nacht. Gefällt mir nicht so gut. Von der wie schnell die Zombies spawnen. Spawnen. Ich bin ein Spawner. Wer kennt die Fackeln da hinten noch? Ja, so weit sind wir nämlich gar nicht, weil die Welt immer noch verdammt klein ist. Wurde, glaube ich, mit dem Update auch nicht mal vergrößert. Nicht der Shit. Was ich auch beim neuen Minecraft ziemlich cool finde, also bei der 1.3er Version, die Random Drops von Zombies. Da kann man ja immer ziemlich geiles Eisenwerkzeug finden. Also da habe ich schon Eisenhelm gehabt, da hatte ich schon ein Schwert, eine Schaufel und von Skeletten eben der Bogen. Ich krieg dich nicht geklickt. Also sowas finde ich ziemlich cool, wenn es so random Sachen gibt. Und was ich letztens auch erkundet habe, war ein Wüstentempel. Da habe ich dann auch erst mal die neuen Lauffallen in Aktion gesehen. Reaction. Mal, wo haben wir denn Fackeln? Ich möchte nämlich sehen, was. Was sind Fackeln? Arrow. Wooden. Torch. Ach so. Ach, das hat kein Zeichen, Kohle. Nein. Hier haben wir Kohle. Mal. Kann man draufbleiben? Nee. Shit, shit, shit. Ich drück den Button and let me know. Drück schneller. Okay, dann haben wir das mal gemacht. Dann können wir noch ein bisschen. Wie viel Holz haben wir noch? Mal das hier noch ein bisschen. Und was können wir da? Das. Okay, dann passt das. Und Holzkohle ist grüne Farbe. Logisch. Boom. Müssen wir wahrscheinlich noch anfangen, Stripmine auch da unten in unserer kleinen Höhle. Also mal Spitzhacke zur Hand. Da können wir vielleicht auch. Ja, ich glaube, das ist eine ganz coole Idee, wenn wir uns da eine kleine Terrasse hinzimmern. Passt alles. Und jetzt, was war die Schaufel? Das da? Ja. So, und dann brauchen Cleanies. Cleans. Wow, perfekt gepasst. Und wo ist Glas? So, jetzt mal kurz schauen, was Glas ist. What the? Was craftet man aus Glas? Scheiße.
Was haben wir Sand im Inventar? Oder schon, da ist Glas. Scheiße, wir haben noch 3 Glas. Und 2 Free. Mal, das da können wir auch mal abbauen. Schaufel kaputt oder was? Sieht ein bisschen schön aus. Jetzt hier war die Spitzhacke. Mit unserem Mega-Arm. Okay, dann machen wir aus. Was machen wir denn den Überhang? Würde sagen, da können wir ein bisschen Cleanstone Half Steps benutzen. Ich überlege mir das ein bisschen gerade, aber macht man das im Blödsinn? Sandstein können wir auch verwenden. Ich glaube, ich mache das mit Cobblestone und dann ein paar Cleanstone Half Steps noch dazu. Wenn das einigermaßen passt. Wie viel Cobblestone haben wir denn noch? 3 und 64, okay. Was ja auch das Problem ist, wenn man nicht sneaken kann, kann man auch nicht so von unten das anbauen. Dim, dim, dim. Sieht irgendwie ein bisschen klobig aus. Aber jetzt machen wir das mal. Und ihn hier noch. Dann können wir das vielleicht so. Oh, geile Idee. Dass wir noch in diesen Berg hier ein bisschen reinbauen oder so. Irgendwie so ein richtig mega epic Haus bauen. So, haben wir noch Sand, weil wir da durchgehen. Das war kein Glas. Kann man irgendwas aus Sand craften? Oh, da. 26 Sand haben wir noch. Also da schaue ich mal, dass ich vielleicht wieder selber ein bisschen was Texture Pack mäßiges mache. Einfach nur damit das hier nicht so kacke ist wie das hier gerade. Und Cleanstone. Ich glaube Fenster sind einfach besser. Sieht denn holzmäßig aus? Was ist Holz? Das ist auf jeden Fall, ja, okay. Sticks waren durch das hier. 6 Sticks haben wir nur noch. Wo ist die Axt? Wer ist meine Axt? Nein, ich darf mal Escape drücken. Okay. Fences passen. What a wonder. Ja, sieht doch ganz einigermaßen aus. Jetzt würde ich nur das hier gerne auch noch mit Cleanstone haben. Hier Spitzhacken. Die Spitzhacken in Anführungsstrichen. Da ist eh nichts. Naja, müssen wir das selber hier ein bisschen anpassen, wie wir es wollen. Mach die Welt, wie sie dir gefällt. Hier würde ich. Das sehen wir dann. Hier dahinter müsste auch. Das sieht dann ein bisschen schöner aus, wenn wir das auch so machen. Hier brauchen wir wieder ein bisschen Glas. Wie weit ist es denn schon? 11 Glas, wunderschön. Ruckeln ein bisschen manchmal. Geht da hoch.